Ich spiele jetzt hier das Spiel Flower von That Game Company aus dem Jahr 2009. Die haben einen Deal mit dem Teufel gemacht, und zwar mit Sony, um drei Spiele für die PlayStation zu veröffentlichen, und Flower ist der zweite Titel davon. Spielen tut man das mit der Neigung des Controllers, also man kann ihn nach rechts oder links neigen oder nach vor oder zurück, aber nicht frontal wie so ein Lenkrad, das würde nicht funktionieren. Das ist jetzt hier das Menü. Ich kann im Moment nur ein Level, also das erste Level auswählen über diese Blume. Und Flower ist wie gesagt der zweite Titel von diesem Flow Bundle. Der erste heißt Flow und der letzte heißt Journey. Und Yinova Chen von That Game Company hat auch einen ganz spannenden Text über die Flow-Theorie in Spielen geschrieben, in dem es darum geht, dass er eigentlich Spiele gut findet oder auch machen möchte und auch jetzt auch gemacht hat, die zum einen nicht zu einfach sind, aber auch nicht zu anspruchsvoll sind, also dass sie zu sehr frustrieren würden, sodass man beim Spielen in so eine Art Flow kommt. Also man kennt das ja so vom Arbeiten, dass wenn man einmal so richtig drin ist, dann spürt man die Zeit nicht mehr und hat so eine Art Glücksgefühl. Und hier Flower steuert man, wie gesagt, über die Neigung, und es gibt dann noch einen Knopf für den Wind. Und mit dem Wind nehme ich im Prinzip die Geschwindigkeit auf, und dann verändert sich auch so ein bisschen die Kameraperspektive. Und das war es auch schon. Was super simpel ist eigentlich von der Steuerung her. Und auch toll, weil 2009 haben jetzt noch nicht so viele Spiele mit dieser Neigung auch gearbeitet, und das funktioniert hier ganz gut. Das Einzige, was ich so lernen musste, ist, dass wenn man zu sehr nach unten neigt, dann bremst man sich so ein bisschen aus. Genau, und man spielt hier die Ego-Perspektive sozusagen vom Wind, der diese Blütenblätter trägt. Dieser Wind und dieses Spiel steht eigentlich für die Träume von den Blumen, die eben, wie man ja gerade sehen konnte, in dieser Stadt auf einem grauen Fensterbrett stehen. Also der ihre Träume von dem wahren Blumenleben. Die spielt man hier. Und man kann dann hier diese ganzen Blumen anfliegen und nimmt dann auch der ihre Blätter mit. Und darüber funktioniert auch der Fortschritt in dem Spiel. Also wenn man eine bestimmte Anzahl an einem bestimmten Ort von Blumen und Blättern freigewindet hat, dann verändert sich die Umgebung auch. Die Level sind alle so angelegt, dass sie im Prinzip für jeden und jede spielbar sind. Also es gibt keine tatsächlichen Spielhürden oder sowas. Und man kann einfach seine oder ihre eigene Zeit sich nehmen, um jedes Level durchzuspielen. Und das, was sonst eigentlich eher im Hintergrund von dem Spiel, also von anderen Spielen steht, also die Grafik und der Sound, ist hier eigentlich im Vordergrund oder im Mittelgrund, weil die Musik wird hier prozedural generiert. Das heißt, je nachdem, was man gerade macht und welche Blüte man gerade angeflogen hat, alles hat seine eigene Stimme oder seinen eigenen Klang. Und Flower arbeitet dann zu den letzten Leveln hin mit bis zu 35 Instrumentalstimmen. Das heißt, man kann hier sehr konzertant sozusagen fliegen. Und wie gesagt, im Vordergrund steht hier nicht die Herausforderung, sondern eigentlich das Erleben selbst, dieses flowenden Fliegens. Die Entwickler nennen das Spiel Flower auch, also die bezeichnen es auch als interaktives Gedicht. Ich würde sagen, das ist auch eine Art Bestäubungsmeditation für den Feierabend, für den Fall, dass man sie mal brauchen sollte.